ich mich hier mit dir treffen will, ist, dass ich lass nicht so mit mir reden und ich verlange eine Entschuldigung von dir. Ja, das hast du schon angedeutet. Ich entschuldige mich. Dann nimmst du doch die Landpomeranze zurück. Ich nehme die Landpomeranze zurück. Ernsthaft? Klar, völlig. Über manche Sachen, da reg ich mich so auf, dass ich völlig vergesse, dass auch andere Meinungen möglich sein müssen. Ich bin da wie vernagelt. Es geht aber gar nicht darum, ob ich eine andere Meinung habe oder nicht. Es geht darum, dass du gar nicht wissen wolltest, welche Meinung ich habe. Du wolltest einfach nur deine groß rausposaunen und das auf so eine aufgeplusterte Art und Weise. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Ich habe doch nur gesagt, dass es in meinen Augen wenig Sinn macht, jeden Tag mit dem Auto von Holzkirchen nach München zu fahren, wenn man direkt neben der S-Bahn wohnt. Aber ich wohne doch überhaupt nicht direkt neben der S-Bahn. Das ist doch genau der Punkt. Du kannst und willst nicht zuhören. Das ist dein Problem. Außerdem geht es dich einen Scheißdreck an, wo ich wohne und mit was ich wohin fahre und überhaupt. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich mir von irgendjemandem irgendwas einreden lasse. Nein, du kannst tun und lassen, was du willst. Ja. Du kannst auch in einem 20-Liter Geländewagen den Giesinger Berg rauf und runter fahren. Du, wenn du es brauchst, wenn es dich freut, ist okay. Ist doch okay, wenn alle anderen Asthma und Allergien bekommen. Schon okay. Hauptsache, du fühlst dich in deiner Freizeit nicht eingeschränkt. Du bist so ein Arschloch! Nein, ich gehe gar nicht weg, weil ich gar keinen Grund habe, Kleinen beizugeben. Du kapierst überhaupt nicht, dass es gar nicht um die Sache geht, sondern dass es darum geht, dass du so eine scheiß Art hast, dass man mit dir überhaupt keine normale Diskussion führen kann. Außerdem hast du keinen Funken von Anstand, sonst müsste ich mich hier nicht dauernd schreiend mit dir unterhalten. Gehen wir jetzt was essen? Ja! Aber nur, wenn du mir zuhörst, du hast, was ich zu sagen. Ja, natürlich. Ich würde dir aber auch zuhören, wenn du nicht die ganze Zeit ausflippen würdest.